bemerkte ich einen Planeten unter mir, der allmählich größer wurde. Mein Gefährt, mit seiner Anziehungskraft passend ausgeliefert, flog immer schneller. Schließlich jagte es dahin wie ein fallender Stein. Ich machte gute Miene zum bösen Spiel und setzte mich ans Steuer. Der Planet war ziemlich klein und öde, aber anheimelnd. Ich entdeckte Oasen mit vulkanischer Beheizung und fließendem Wasser. Es gab eine ganze Menge Vulkane hier. Sie spielen pausenlos Flammen und Rauchsäulen gen Himmel. An meiner Steuerung hantierend schwebte ich bereits in der Atmosphäre, bemüht, die Geschwindigkeit zu bremsen, so gut es ging. Doch das schob lediglich den Absturz hinaus, statt ihn zu verhindern. Als ich so über eine Anhäufung von Vulkanen dahin flog, durchfuhr mich ein Gedanke. Einen Augenblick schwanken und ich fasste den verzweifelten Entschluss, richtete den Schnabel der Rakete abwärts und sauste wie ein Blitz geradewegs in den unter mir krabbelnden und größten Vulkan. Der glühende Sturm verschlang mich. Da riss sich der Schleier im letzten Moment so geschickt herum, dass sich das Projektil mit der Spitze nach oben bekam und ließ mich in den brausenden Lavaabgrund fallen. Ich riskierte viel, doch mit nebeneinander Weg. Ich rechnete damit, dass der Vulkan auf den heftigen Aufprall der Rakete und einer Revolution reagieren würde und hatte mich nicht geirrt. Ein Donnerschlag, von dem schon die Wände rasten, und dann schleuderte ich zum Blinken in einen meilenlangen Feuer- und Lavastrahlenden Himmel. Mein Steuerungsmanöver gelang mir ausgezeichnet. Ich hielt genau im Kurs auf Florida. 3 Tage später landete ich an Ort und Stelle, nur 20 Minuten nach dem vereinbarten Zeitpunkt. Aber der Antoga fand ich nicht mehr vor. Er war abgeflogen und hatte lediglich frostbeugend einen Brief hinterlassen. Lieber Kollege, schrieb er, die Umstände zwingen mich, sofort abzureisen. Ich schlage daher vor, dass wir in dem noch unerforschten Gebiet zusammenkommen. Da die Gestirne dort bis jetzt keine Namen haben, gebe ich Ihnen einige Daten zur Orientierung. Sie fliegen zunächst geradeaus, biegen dann hinter der blauen Sonne nach links und hinter der nächsten orange-roten nach rechts ab. Dort werden Sie 4 Planeten finden,